Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Range Rover Vogue aus dem Jahr 2011 an. Version 1.0 kommt diesmal von Sheriff Robert Mods und Lazy. Gibt es wie immer von den beiden nur für PC und Mac. Einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann Range Rover oder dementsprechend unter Fahrzeuge und PKWs. Gut, hier haben wir das Stück Range Rover Vogue 2011. 240 PS, stufenloses Getriebe, 8 Liter Benzin, / Diesel. 240 km Max-Speed, 8,7 Tonnen, 72.000 in der Anschaffung, 3.672 im Leasing. Wir haben Fenster, Einstiegsleisten, Positionslicht für US-Setting, Anhängerkupplung, Reifenvariante, Hauptfarbe, Interieurcolor 1 und 2, Sitzfarbe, Felgenfarbe und Kennzeichen. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Config-Blöcke in dem Falle. Fenster gibt es einmal transparent oder hinten abgedunkelt, je nachdem wie ihr das Ganze wollt. Die Einstiegsleisten gibt es ja als Fera, ist rumänisch, whatever. Es gibt einmal mit Einstiegsleisten und diesen Schmutzlappen hier dran und einmal ohne. Dieses US-Positionslight ist im Endeffekt, dass wenn ihr die Karre anmacht, dass hier die Lichter dann die ganze, also dieses Licht da permanent an ist. Das ist in den Staaten irgendwie so vorgeschrieben oder so, fragt mich nicht, weirde Geschichte, aber ja, Staaten halt, ne? So, Anhängerkupplung haben wir standardgemäß hinten ein Fahrrad. Wenn er sagt, ich kann mit dem Fahrrad eh nichts anfangen, könnt ihr dann mit Anhängerkupplung nehmen oder ohne Anhängerkupplung, je nachdem. Reifenvariante gibt es einmal Standard, dann Standard 2, Standard 3. Achtung, jetzt nicht verwirren lassen. Felge 1, Felge 2, Felge 3, Felge 4, Felge 5, Felge 6, Felge 7, Felge 8, Felge 9 und Felge 10. Sowie Offroad. Schön. Hauptfarbe habt ihr wieder diverse Farben zur Verfügung. Da sollte sich jeder irgendwie zurechtfinden, würde ich behaupten. Interieur-Color Nummer 1 ist hier die Seitenkleidung, also Seitenteile, hier Türen und vorne ein bisschen Armaturbereich und KKG. Interieur-Color Nummer 2 sind dann außenrum die Sitze und Armaturenabdeckung oben. Und Color Seat, also sprich Sitzfarbe, ist dann in der Mitte die Sitzfarbe. Felgenfarbe ist die Felgenfarbe und Kennzeichen ist Kennzeichen. Schauen wir uns das gute Stück an. Ich habe mich hier für Metallic Rot entschieden, mit schwarzen Innenraum und roten Mittensitzbegünstigungen, whatever. Wir haben jetzt hier die Standardfelgen mit drauf, habe ich jetzt nicht großartig rumgespielt, passt soweit. Wir haben da auf den Bremssatteln Range Rover mit drauf stehen. Schick schön. Vorne Range Rover, dann hier noch das typische Land Rover Icon da mit drauf, Kennzeichen, Nebler, Fahrtleuchten, Blinker und KKG. Wir haben überall Kollisionen, wie ihr seht, klitschen nirgendwo durch, hier noch so eine Art Panoramadach. Gegenüberliegende Seite ist gleich in grün. Einmal hier hinten die Fenster abgedunkelt. Müsst ihr nicht, könnt ihr nehmen. Klarer Fall. Nochmal Range Rover hier hinten mit dran. Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten. Anhängerkupplung, sofern gewünscht. Abschleppvorrichtung ist immer da. Und dann verließen sie ihn auch schon wieder. Wir haben jetzt hier noch Super, Charged, whatever noch mit draufstehen. Das ist es dann aber auch gewesen. Der Innenbereich. Haben wir einmal Lenkrad. Ist relativ dunkel jetzt hier, aber da steht auch nochmal Land Rover, Range Rover da in der Mitte mit drauf. Links, rechts Spiegel inklusive Rückspiegel. Haut soweit auch hin. Ansonsten Automatikgetriebe, klarer Fall. Die Sitze in schwarz und rot sehen wirklich schnicke aus. Wie gesagt, könnt ihr auch in anderen Farben nehmen. Auch ganz gut, was mich hier wieder so ein bisschen stört, ne? Das mit der Kamera, aber okay. Das passt soweit, aber witzig, um ehrlich zu sein. Die Armaturen vorne, weil die dunkel sind, ist ein reines Display, also, ne, ist halt LED, whatever. Wusste ich gar nicht, dass es das schon 2011 gab. Aber okay, wenn ihr das bestätigen könnt oder so, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe da jetzt nicht bei Google gegafft, aber okay, es gab scheinbar schon 2011 die Technik. Schau an, schau an. Ansonsten texturtechnisch, Tobi, wüsste ich nicht, was man dagegen sagen sollte. So, hören wir uns mal einen Sound an. Ja, soweit mal ein angenehmer Fahrsound, ist allerdings auch ein Standardfahrsound, wenn mich nicht alles täuscht, entweder aus dem 19er noch oder aus dem 22er, kommt mir auf jeden Fall arg bekannt vor, aber hey, der ist soweit okay, aber mit dem Original hat es auch nicht viel zu tun. Was mir allerdings aufgefallen ist, hier wurde der Indoor-Sound vergessen. Na, hört ihr, ist genauso laut wie draußen, wenn schon nur ganz minimal, also ist auf jeden Fall zu laut für den Innenbereich, sagen wir so wie es ist. Thema Funktionalität, machen wir einmal hier das gute Stück in dem Falle, halt das war das, so machen wir das gute Stück kurz mal wieder auf. Ihr seht eine Hand am Lenkrad,
die andere Hand am Automatikhebel. Ne, klarer Fall, das eben mit den Beinchen wird gearbeitet. Das haut so weit hin. Spiegel hauen so weit auch hin, sind nur gut eingestellt, sieht da immer schön, was hinten abgeht. Armaturen sind in dem Fall auch mit animiert. Gehen wir einmal ein bisschen näher ran, sehen wir das Ganze. Links RPM, rechts km/h. Die RPM geht natürlich nur von links nach rechts und dann ist Feierabend. Also selbst wenn wir hier auch im Motorsound so ein kurzes Schalten hören vom Automatikgetriebe, es bleibt dabei. Ansonsten, ja, haben wir jetzt hier so 110 auf dem Tacho mit draufstehen. Wir sind so ungefähr bei 114, kommen so ungefähr hin. Wenn man noch bedenkt, dass das eigentlich Meilen pro Hour sind, also Meilen statt km/h. Aber ja, wurde so auf km/h-Basis hier mit angepasst. Ist doch recht nett. Ansonsten Blinker werden vorne mit angezeigt, separate Lichtmodi ebenso. Das haut soweit auch alles hin. So, gehen wir einmal wieder aus der Kameraperspektive raus. Gehen wir einmal kurzerhand hier in die Nacht mit rein. Dann sehen wir haben prinzipiell durch das Display schon mal Beleuchtung mit dabei. Wenn ich das Apparat hier noch Licht anschalte, seht ihr, kommen noch weitere Elemente mit hinzu. Das Tagfahrlicht vorne sieht natürlich geil aus, müssen wir nicht drüber reden. Blinker haben wir einmal dort und einmal hier an der Seite, genauso wie hinten. Reflektiert soweit auch, ansonsten das normale Fahrtlicht erübrigt sich hier mehr oder weniger durch die Nebler da unten. Dann haben wir den nächsten Lichtmodi, was ich jetzt als normales Fahrtlicht eigentlich ansehen würde. Dann haben wir noch das Aufblendlicht, was separat noch mit den Elementen hier hinten dazukommt und dann war's das. Kennzeichenbeleuchtung hinten mit dabei, Rückwärtsleuchten sind so integriert, auch ganz nett, passt soweit. Hube ist so die Standardhube, die man halt so aus dem Spiel kennt. Nichts Besonderes, nichts Weltbewegendes. So, hören wir einmal hier wieder auf. Wunderbare Sache. Spielereien haben wir natürlich auch, wie gerade eben schon gezeigt. Taste X könnt ihr wieder alles auf- und zuklappen. Mit der Taste N könnt ihr vorne die beiden Fenster hoch und runter machen. Linke Maustaste, links und rechts das Fahrwerk einstellen. Und rechte Maustaste Radsturz einstellen und Radräder weiter raus oder weiter nach innen. Maxgeschwindigkeit hier standardisiert auf 240 km/h. Da kommt er auch hin, dauert ein bisschen. Aber ja, könnt ihr in dem Fall erfahren. Anhängerkupplung funktioniert natürlich auch ohne Probleme. Sollte klar sein. Thema Lok, das ist der ganze Lok, den ihr hier seht. Es ist soweit sauber. MB-Zahl haben wir uns diesmal auch wieder ein bisschen einbekommen. 56 MB Pi mal Daumen war jetzt hier der Schnitt. Ist okay, auch wenn es noch ein bisschen groß ist, aber besser wie 100 MB, gell? Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.